Wie ist denn das Feedback aus dem Haus? Oder Sie sagen, der Stammsitz ist daneben eigentlich. Jetzt hat man so ein Riesenprojekt da angeschoben. Wie wurde das aufgenommen insgesamt jetzt schon? Sehr gut, auch deshalb, weil eben die Schäferei sehr niedrigschwellig ist. Das beginnt schon mit der Gastronomie. Das Haus wurde unten ja geöffnet und es bietet einen ganz großen Gastgarten und Freifläche. Und das wurde von allen, nicht nur vom Haus, aber von allen Feldkirchen und auch quasi von ferner, sehr gut angenommen. Und das zieht sich durch bis nach oben, wo eigentlich diese Veranstaltungsebenen und Kursräumlichkeiten offen sind. Und wo eben auch sozusagen Menschen eingeladen sind, dieses Programm zu entdecken. Ist ja auch Ziel der Eröffnung, jetzt Donnerstag, Freitag und Samstag, dass man jedes Format, das in dem Haus angeboten wird, auch selbst anschauen kann und sich ein Bild davon machen kann. Wenn Sie vom